herzlich willkommen. Und was soll ich sagen, ihr schaut euch einfach um, was hier los ist. Ich kann schon mal eins verraten, das ist die größte Show, die HSB Indoor, eine Headliner-Show, gespielt hat. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Gerade nach so schweren Jahren ist das nicht mehr selbstverständlich, so eine Show auf die Beine zu stellen. Deswegen schon jetzt vielen Dank an euch alle, an alle Teams, die hier mit dran gearbeitet haben. Ich stehe kurz vor Tränen, aber ich habe genau die richtige Antwort für euch. Ich brauche jetzt euch alle! Das ist nochmal die Übermacht! Bringt das in Stimmung! Und jeder hier vorne, jeder hinten, was auch immer! Bei mir! Bringt ihr mit mir! Oh,
Wir wollen erst richtig anfangen. Aufwärmprogramm mit uns. Wir kommen jetzt zu einem sehr alten Stück und ich widme den Song einfach mal allen Die Hard Heaven Shall Burn Fans, die mindestens länger als 15 Jahre uns schon hören, vielleicht sogar 20. Das hat folgenden Grund: vor genau 20 Jahren hat sich eine Freundschaft ergeben. Wir haben uns kennengelernt und zwar der Matt von Trivium, den ich jetzt auf die Bühne bitten möchte. Es war seine erste Show mit Trivium, also mit Al Paolo und natürlich Curry. Und bei uns in Saarfeld, und das war genau vor 20 Jahren, seitdem eine Bandfreundschaft, endlich haben wir es geschafft, zusammen zu tun, auch in Deutschland. Wir waren in anderen Ländern schon mal unterwegs. Es ist uns eine Ehre, mit Ihnen die Bühne zu teilen. Und er ist ein ganz, ganz großer Fan von Whatever It May Take. Also, die Sonne nicht drin. Vielen Dank. Düsseldorf.
dass diese Song rausgeht an euch. Ich habe es anfangs erwähnt, für mich, für uns als Band nicht mehr selbstverständlich, für viele Bands natürlich auch. Und deswegen können wir wahnsinnig stolz sein, was wir hier heute Abend haben. Nehmt es als was Besonderes hin, ich finde, in solchen Zeiten. Ich konnte persönlich viel Scheiße erleben, ja, alle bestimmt auch irgendwo. Und bin froh, dass es endlich irgendwo durch ist, dass wir uns normal begegnen können. Nicht nur ihr seid da, auch viele Freunde, befreundete Bands, ich fange jetzt gar nicht an, alle aufzuzählen, sind da, haben uns versucht, nach Jahren, nach 4, 5 Jahren, nach FaceTime und so weiter, dass man sich endlich mal wieder in die Arme nehmen kann. Einfache Dinge, sich umarmen. Und das rührt mich sehr. Und deswegen bin ich wahnsinnig stolz, hier ein Teil von diesem Abend zu sein. Zum Beispiel, dass Mike endlich mal nicht mal wieder berühren darf. Jungs und Mädels da draußen, der Song geht an euch raus. Der Song heißt Black Tears. Lasst uns einfach verrückt sein! Night.
seid herzlich willkommen. Ja, das war's fast auch schon. Wir haben noch einen ganz besonderen Song für euch. Den haben wir geschrieben, da waren wir noch jung und wild. So 18 Jahre, haben gedacht, wir haben kapiert, wie die Welt funktioniert. Ganz einfach, wer die Arschlöcher sind, welche Politiker, welche Lehrer, welche Beamten und so. Das hat man sofort gewusst. Und dann waren wir irgendwann Mitte, Ende 20, ersten drei Leasingverträge, eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung und dann wird es langsam kompliziert. Und mittlerweile sind wir so, lügen wir mal ein bisschen, so um die 40. 25. Und merken, nee, waren doch alles Arschlöcher. Das Leben ist gar nicht so kompliziert, wenn man einige ganz grundsätzliche Sachen in sich drin trägt. Und das ist Solidarität, die Abscheu gegenüber totalitären Bestrebungen und faschistischen Regimes und Nazi-Spacken. Und wenn man sich Mühe gibt, einfach kein Arschloch zu sein und auf sein Herz hoch, dann erscheinen die meisten Dinge gar nicht mehr so kompliziert, egal wie komplex die einem verkauft werden sollen. Dann baggert man keine Dörfer weg, dann rodet man keine Wälder. Dann unterstützt man keine totalitären Eroberungskriege in osteuropäischen Ländern. Und es ist alles gar nicht so kompliziert. Davon handelt dieser Song. Bleibt bei euren Basic-Wahrheiten in eurem Herzen, dann versteht man das meiste von selbst. Numbing the pain. We'll be right back.
Wortmar. Das sind meine zündenden Augenlauten. Willst du mal hochkommen, kleiner Mann? Kleiner Junge, kleines Mädchen, kann ich da lange Haare schwer. Mittlerweile. Das kann man ja heute nicht mehr so. Ja. Bring den mal hoch. Ich denke, es ist ein Junge. Boah, Slipknot-Shirt, fett. Also ein Sonderapplaus schon mal jetzt. Ist richtig, Shirt war noch fast an als Slipknot. Ist nicht schlecht, da muss man auch nochmal nachlegen. Also gehst du auch nochmal zu unserem Notstand. Hallo, da bist du. Nele! Also ich habe verstanden, Nele, ich habe jetzt aber wieder... Das schließt du wie weit ich mit unseren Ohren schon ist. So, komm mal mit mir. Also das ist Nele. Nele verbringt jetzt einen Song mit uns. Du musst ja nicht viel machen. Du bist jetzt ein Teil der Band, ganz klares Ding. Du musst einfach mit uns Spaß haben. Ist das okay? Hast du Lust darauf? Also du wirkst gerade nicht so, aber machen wir dir Angst? Möchtest du mit uns hier feiern für einen Song? Und dann Papa, Mama stehen alle dort drüben, die gucken schon. Wink nochmal kurz rüber. Ja, alles safe. Und wenn du richtig Gas gibst, das ist ja hier fast schon wie Preisausschreien, haben wir natürlich auch noch mal Geschenke mitgebracht. Hat unser Manager, der jetzt nicht gerade Zeit. Ui! Unser Benjamin. Benjamin! Hat schnell was gesagt. Ah, ja, jetzt schon? Der hat noch gar nichts gemacht. Also ich weiß auch nicht, was hier. Früher mussten wir wirklich mal. Naja, gut. Pass auf, leg's noch mal kurz ab. Du sollst ja mit uns hier Headbang und so einen ganzen Kram. Nele! Ist für dich. Stell dich ruhig drauf. Natürlich auch.